Du bringst also viel zum Sommer. Wie du bist. Gut, aber hier. Du bringst uns noch unsere Kumpel. Also an der Reihe, Präsident. Ja, ich bin der Bojan, richtig. Ja. Ich habe gesehen, heute kein Grips geht. Die ganze Welt. Also zum Drische bleiben wir nur. Ich bin heute drin, aber drei Feier Hauer. Ja. Aber bist du da? Ich bin zum Feier Hauer. Trifft? Also das an der Porsche. Ich gehe den nächsten Juli kriege ich mit zwei. Sie ist doch durch. Thank you.
espagnol. Merci. Altesse Royale, Exzellenzen, die Vertreter von der Chambre, vom Staatsrot, von der Magistratur, Rest im Korps Diplomatik, die Vertreter von der Gemeinde Lëtzebuerg. Unser Nationalfeierdag steht symbolisch für eis Freiheit, für eis Unabhängigkeit, auf eis Geschichte. Den 23. Juni, als der Rendezvous am Jahr, wo wir uns zurück besinnen, ob das, wer der Eis als Nation ausmischt. Aus schwierigen Zeiten weist sich die wirklich Größe von einem Land. Wir haben als Volk schon eine Mundkrise gemischt. Wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen. Wir passen einen auf den anderen ab, aber wir lassen vor allem keinen am Reden stehen. Das Eigenschaften sind also an der Corona-Pandemie zu gut gekommen. Lëtzebuerg als bis jetzt gut durch das Krise kommen. Das tun wir vor allem euch zu verdanken, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Wir sind alle ein Teil von der Lösung. Das tun wir immer gesagt. Und ihr habt das viel gelebt. An dem ihr euch solidarisch mit den Vulnerabelsten in unserer Gesellschaft gewesen habt. An dem ihr euch auch vielbildlich und Mesure gehalten habt. An dem ihr helft, dass dem Kampf ein Ohren erfolgreich ist. Wir sind besser durch die Pandemie gekommen wie viele andere Länder, weil wir auch unseren eigenen Weg gegangen sind. Der Lëtzebuerger Succes an dieser Zeit basiert auf einer groß angelegten Teststrategie, mit der wir die Infektionszahlen alle Momente auch im Blick hatten. Das Wissen hat uns auch erlaubt, einen gesunden Equilibrium zwischen so viel Erschränkungen wie nötig an so viel Freiheiten wie möglich zu garantieren. Haut auf Nationalfeiertag als mir wichtig ist für euch, meine größte Dankbarkeit auszudrücken. An einem normalen Jahr gebe ich mir heute an der Philharmonie Persönlichkeiten Ehren, die sich an den letzten 12 Monaten besonders ausgezeichnet haben. Dieses Jahr wird Philharmonie zu klein gewesen. Für all diese Menschen persönlich merci zu sagen, die das letzte Jahr Außergewöhnliches geleistet haben. Ich will dafür von dieser Gelegenheit profitieren, für euch alle gute Merci zu sagen. Merci dem Gesundheits- und Pflegesektor, den Polizisten, Pompiern und Sekuristen, die sich unermüdlich für ein körperlich und seelisch Wohlbefinden ersetzen. Merci den Menschen, die den Käse zwischen den Regalen, die auch im Höhepunkt von der Krise auf der Arbeit gegangen sind, für uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Merci den Enseignern und den Edukateuren, die sich mit viel Herz um uns Kinder gekümmert haben, an Zeiten, wo die besonders viel Aufmerksamkeit auch gebraucht haben.
Merci den Beamten, an den Employen, an unsere Verwaltungen, die die Bürger an den Entreprisen hier in den Marschen probiert haben, ob ein sehr an effikas Manier zu machen, an den Atem zu greifen. Merci all den Menschen, die dafür darin erwähnt sind, für das uns all dieses Leben wie gewinnt Kaffee gehen. Merci aber auch all den Leuten, die daheim geblieben sind, für ihre Mitmenschen zu schützen. Et enfin, merci à tous nos concitoyens étrangers qui vivent et qui travaillent dans notre pays et sans lesquels nos secteurs essentiels n'auraient pas pu fonctionner, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie. Dat lasst ihr wann ihr einfach für keinen von uns. Der Virus wird uns viel verlangt. Wir müssen auf vieles verzichten, für uns Leisten zu schützen. Und aber, wir müssen Menschen für immer isolieren. An diesem Moment denke ich auch an Sie, die diesen Nationalfeiertag nicht mehr erleben können. Altesse Royale, die Vertreter von der Chambre, vom Conseil d'État, von der Magistratur, Diplomatie, Herr Vizepremier und Vertreter von der Stadt Lëtzebuerg, der Nationalfeiertag als ein Symbol von unserer Geschichte. Den 23. Juni steht aber gleichermaßen für die Geschichte, aber auch für unsere Zukunft. Zukunft von einem Land, das sich nicht innerkriegen lässt. Zukunft von einem Volk, das den Blick noch viel riecht an die nächsten Herausforderungen mit dem nächsten Courage und dem Optimismus zugeht. Ich denke an den Klimawandel, den ihr, Monseigneur, auch so viel Herz leidet. Den uns nicht durch die Corona-Krise die vergessen geht. Den uns noch vor und während der Krise und nach der Krise auch beschäftigt wird. Wir sind nicht den Jungen an der nächsten Generation schuldig. Dass wir nicht unversichtlos sind, wir haben einen gesunden Planet und eine lebenswerte Zukunft zu haben. Lëtzebuerg hat einen ambitiösen Klimaplan vorgelegt, den es gelingt, auch so sehr wie möglich umzusetzen. Beim Relance-Pack Neustadt Lëtzebuerg haben wir ein ganz rich ökologisch und zukunftsorientiert Mesuren dezidiert, die direkt den Bürgerinnen und den Bürgern an auch den Betrieben zugutekommen. Ich denke, er wird heute an noch 12 Monate am Jahr und den Menschen, und denen auch nicht so gut geht. Lëtzebuerg steht auf solide Fuß. Unser Arbeitsmarkt hat sich gut erholt und unsere Ökonomie ist im Wissen. Wir müssen dafür auch sorgen, dass diese Wissen bei den Leuten auch kommt, die doch am meisten brauchen. Die Zukunft von Lëtzebuerg liegt an einem starken Europa. Die Pandemie hat uns nach einem Krieg, das ganz deutlich für uns angefordert. Wir sind wie kein anderes Land, ob Grenzen an einen starken europäischen Bandenmarkt angewiesen. Wir haben an den letzten Monaten auch viel über Werte von lokaler Produktion und Konsumation neu entdeckt. Wir brauchen dafür auch eine starke Lëtzebuerg an einer stärkeren europäischen Union. Wir setzen dabei weiter auf unsere europäischen Valoren, auf Demokratie, an der Freiheit, besonders an diesen Zeiten. Altesse Royale, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, auch von mir auf einem guten Weg sind, wo ich wiederum von einem erfolgreichen Modell, den wir haben, als Pandemie noch nicht fertig. Noch müssen wir vorsichtig bleiben und weiter responsabel handeln. Es wird dramatisch, wenn die nächste Woche oder die nächste Monate alles auf den Kopf gehen. Was wir nur während der Infosakrifice alle guten an den Foren gemacht haben. Ich wünsche euch, an meinem persönlichen Namen, an dem Namen von der Regierung, einen schönen Nationalfeiertag und viele schöne Momente mit den Menschen, die euch wichtig sind. Monseigneur, Herr Staatsminister, Exzellenzen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie wir für ein gutes Jahr auf dieser Platz stehen, werden die Etat der Krise bald River am Jahr gehofft, bis spätestens die nächste Nationalfeiertag, das Deichstadt-Kapitel von Covid-19 Hammerdeis zu haben.
haut wissen wir, Pandemie ist nach nicht rüber. Aber wir sind endlich leicht um Ende von dem langen Tunnel. Schritt für Schritt kommen wir einer neuen Normalität mit. Es sind klein, aber vorsichtig Schritt. Ihr Leben mit einem Virus, mit Masken, mit Tester, mit Impfungen, mit dem Covid-Check an mit eigener Verantwortung. Die letzte Meint, wir all der zum Teil erschreckende Statistiken über die Pandemie an ihr Opfer hören und gelesen. Und an all diesen Zahlen stehen einzelne Schicksale, menschliche Tragödien. Dafür denke ich auch heute an all die Menschen, die durch die Covid gestorben sind, die wochenlang um ihr Leben gekämpft haben, die ihr lieben Mensch verloren haben, die krank sind und zum Teil Haut nach Nuwehen haben, die psychische Probleme haben. Um weh an eine neue Normalität und auch durch dürfen wir dafür kein vergessen. Die wirtschaftlich gelitten haben, auch kurzzeitig gegangen sind, hier Platz verloren haben oder ihren Betrieb müssen zumachen. Die Angst haben, die ihre Weh nicht gut an einer neuen Normalität fanden. All paar Wochen haben wir also an einer Realität müssen gewinnen. Es wäre eine Belastung für Südverein, für alle Generationen. Ich denke auch an die Jung, Covid-19-Generation. 2016 meint, müssen sie auf vieles verzichten, für andere zu schützen. Die jungen Leute können ihre Jugend nicht so leben, wie sie sich das wünschen. Masken und Sozialdistanz sind nicht das, was bei Jungen passt. Auch sie müssen nur abgefangen gehen. Hauptsächlich will ich aber den Jungen Merci sagen. Merci, dass ihr euch so exemplarisch und die Regeln gehalten und halt. Eine starke und offene Gesellschaft als die mich stärkt, die Vulnerablen ohne Egoismus als Schutz wollen. Also, merci, geht auch an die, die als Gesellschaft um Laufen halten. Ich denke häufig an allem mit dem Gesundheits- und Pflegesektor, aber auch an den Bootsektor, die Betriebe, die Schulen, die Betreuungsstrukturen. Die Landwirtschaft, den Handel und Restauration und auch viele andere Bereiche, ohne all Mammen und Pappen an die viel freiwillig zu vergessen. Merci aber auch, sind für Einzelnen, die Mesuren respektiert. Merci auch an all die Wissenschaftler, ganz besonders Virologen. Durch die Wissenschaft erkennen wir auch das Licht, um Ende vom Tunnel. Merci auch an euch, Monseigneur, an eure Familie für ihr Engagement und ihr Mitgefühl, auch an eben gerade an der Pandemiezeit. Die sind auf dem Terrain bei den Leuten gegangen, auch bei denen, die an der Front gegen das Coronavirus gekämpft haben. An einer Zeit, wo alles von Haut auf Mühe mehr unsicher ging, geht ihr weiterhin dem Land die Stabilität, für die Lëtzebuerg sich an der ganzen Welt in umgemäht hat. Wir sind uns alle mehr wie je bewusst gehen, was Eisfreiheit bedeutet, auf wem wir sie zu verdanken haben. Erlaubt mir euch an der ganzen großherzoglichen Familie als Dankbarkeit auszudrücken. Monseigneur, die Damen und die Herren, der Virus hat als Gesellschaft gerisselt, als in all der geändert, als Gewohnheiten auf den Kopf gehalten. Wir können auf diesem Nationalfeiertag hoffentlich, ob es alle gut sind, für der da weiß, wie wir das Pandemie zusammengemeistert tun. Als Bürgerinnen und Bürger an all die all der bei uns schaffen kommen, haben viel gelegt und auf vieles verzichtet. Respekt und Solidarität sind Väter, mit denen wir den Virus an den Griff kriegen. Wir können uns aber nicht verlassen. Ich gucke du wenigstens mit Stolz an Zukunft.
Krise und auch bewiesen, dass wir als Demokratie können vertrauen, als Institutionen, wo gut als sehr zusammen geschafft. Wir sind also in dieser schweren Zeit bewusst gehen, wie wichtig, stabil, stabil, demokratische Institutionen sind, für eine Krise zu bewältigen. Wir haben aber auch gelernt, am Positiven und am Negativen, wie wertvoll es stärkt Europa ist. Und es soll heute ganz hart das, was ganz groß zu Schengen steht. Schengen is alive, Schengen lebt. Grenzkontrollen und Einschränkungen von der Bewegungsfreiheit bei dem Schengen-Raum dürfen nicht gehen. Monseigneur, die Damen und die Herren, die letzte 60 Minuten haben es gelehrt, wie wertvoll, wie auch wie zerbrechlich als Normalität ist, wie sehr Inegalitäten mehr groß können gehen. Corona ist eine Zäsur. Und ich wünsche mir, dass in Zukunft nachhaltige Entwicklung und der Kampf gegen den Klimawandel nach viel mehr an den Vordergrund kommen. Wir müssen die Krise als Alarmsignal sehen, für als Lebensweise zu überdenken, an uns Remis, um uns Erde zu kümmern, an zu verstehen, dass wir ein Teil von diesem lebenden, ehemaligen Planet sind, den wir gerade aus dem Gleichgewicht bringen. An dem wir uns schützen, schützen wir auch die Anna. Das haben wir gelernt. An dem wir die Umwelt schützen, schützen wir auch uns selber. Das muss man für einen Namen behalten. Wir brauchen für allem drei Sachen für die Herausforderungen von der Zeit zu meistern. Wir müssen zusammen handeln. Dafür brauchen wir Europa. Wir müssen uns gut vorbereiten. Dafür brauchen wir Wissen, Bildung, Digitalisierung und Forschung. Wir sollen noch mehr Bescheidenheit beweisen und auch denen nachlauschen, die nicht nur dazu sind, was den am liebsten gefeiern. All die Erfahrungen, die wir an den letzten Moment gemacht haben, geben uns Courage und Kraft. Mit vielsichtigem Optimismus gehen wir weiter. Und wir gehen den Weg zusammen zu Lëtzebuerg und an Europa. Vive der Grand-Duc, vive als großherzogliche Familie, vive Lëtzebuerg und vive Europa. Herr Chambre-Präsident, Herr Staatsminister, leif Ehregäste, leif Matbierger. Haut op Nationalfeierdag stimme ich heirem am kleinen Kreis für ein Monument National de la Solidarité luxembourgeoise. Symbolik von dieser Platz als mehr aktuell wie je. Mit der Covid-19-Pandemie hat die Welt sich radikal verändert. An der Lütte gegen die Pandemie gauf immer versicht, die richtige Balance zu finden zwischen der Rechte und Freiheit vom Einzelnen an der Aufgabe, alle Mitbürger von unserer Gesellschaft zu schützen. Als Nation haben wir bewiesen, dass wir solidarisch sind und dass wir einen langen Atem haben, dass wir auf die Zähne beißen können, am Interesse von der Allgemeinheit. Darüber können wir wirklich ganz hoffentlich sein. Ein Spidele konnte trotz extremer Belastung durchhalten und zusammen mit dem unermittlichen Ersatz von allen Akteuren am Gesundheitsbereich sind so viele Leben gerettet worden. Und trotzdem ist der Bilanz ganz schwer. Allein bei uns im Land haben wir bis heute 818 Menschen verloren, die durch oder mit dem Virus gestorben sind. Los uns eine Minute an der Stelle, wo sie denken.
Ich bitte euch, dafür abzustuhlen. Merci. Zusammen mit der Grand-Duchesse und unserer Familie will ich auch all denen Leute, die ihr Lebensmensch verloren, als persönliches Beileid ausdrücken. Die Umstände von der Pandemie sind grausam und haben uns das eben nicht erlaubt, richtig Eddie zu suchen. Das macht uns immens traurig an mir viele Madiers. Mais spät am Jahr wird die Regierung eine Zeremonie organisieren, für uns dafür zu erinnern und für die zu ehren, die sich an der Gestion von der Pandemie speziell auf ihr gedohnt haben. Leif Leid, alle gut. Wegen dem Virus leben wir seit vielen Monaten reduziert, am Ralenti. Manner soziale Kontakte, manner erleben, manner genießen. Die Pandemie hat unsere Gesellschaft, aber auch Europa und die Welt, durch Spiegel viel gehalten. Und da gesagt die Schönes wie grenzübergreifende Solidarität, und manner Schönes wie Populismus und Unwohrsten, denen ich keine Glaubwürdigkeit schenken darf. Wichtig ist, weiter positiv zu bleiben und auf Fakten und auf Vorrecht abzubauen. Technisch und digitale Lesungen gehen enorm sehr verbessert und ausgebaut. Unkonventionelle Lesungen gehen gesicht und zugelost. Heute bestehen viel mehr Möglichkeiten für ein Leben zu organisieren, wie wir es nach vor kurzem gedurcht haben. Homeschooling, Homeoffice, Online-Konferenzen haben eine neue Dimension gekriegt. An der Wirtschaft haben wir gesehen, dass die Globalisierung nicht die Lösung für alles ist und dass daneben eine lokal, regional und europäische Produktion von essentiellen Produkten immens wichtig ist, für an eine Krise sehr können zu reagieren. Wir sehen auch verschiedene Berufe mit anderen an, weil es bewusst ist, dass die Gesellschaft besonders in Krisenzeiten ohne sie nicht funktioniert. Ein großes Merci und Sie alle Guten. Wir brauchen aber auch Solidarität mit denen, die ganz gern wollen, aber noch nicht können schaffen gehen oder just am Mode reduit aktiv können sein. Wir brauchen eine gesunde Wirtschaft. Daneben brauchen wir die Kultur und den Sport, für inspiriert und am Austausch mit anderen zu leben. Und etwas sollen wir nicht vergessen. Natur brauchen wir überhaupt für zu leben. Viele von uns haben während der letzten Monate Natur neu entdeckt und haben den Wert von einer intakten Umwelt neu kennengelernt. Dafür müssen wir das Gelegenheit nutzen, für eine Lebensweise mehr nachhaltig zu gestalten. Und das mehr drängend wie je. Leif Matbirger. Was die Wachsa angeht, waren die europäischen Institutionen dags an der Kritik. Ja, dass zu viel los angelaufen. Aber die Approche, zusammen als Europa zu handeln, war richtig. Sonst wären wir weltweit an der Impfkampagne noch nicht da, wo wir heute sind. Das ist remarkabel, was Wissenschaftler an der Biomedizin am Männer wie engem Jahr gelegt haben, für Wachsen zu entwickeln. Hier zu Lëtzebuerg hat die Covid-19-Taskforce die ganze Expertise von den Forschungsinstituten an den Dienst von unserem Gesundheitssystem gesagt.
all Bedeelechten e grosse Merci fir hiren Ersatz. Mir mussen awer och Solidaritéit weisen an denen hëllefen, déi et viel méi schwéier hunn wie mir. Populatiounen vun manner entwéckelte Länner hunn och e Recht op Drop, eso séier wéi méiglech de Wachser ze kréien. Sie brauchen eis Ënnerstëtzung. Hinnen ze hëllefen ass och an eisem Interessi. Leifleit alle Gour. De Virus huet eis geléiert, gewënnechten ze iwwerdenken, an eis do matder ausenéen ze setzen, wat wichteg ass am Liewen. Los eis d'Chance ergräifen, dat ze gesinn, wat wirklech zielt. Mënschlechkeet, Solidaritéit, Toleranz a Respekt. Dat sinn d'Valeuren, op déi mir weider opbaue mussen. Fir am Frieden an eisem Land, an Europa, an der Welt liewen ze kënnen. Ofstand halen ass am Moment wichtig. Et darf awer net zu engem Ausenéefallen vun der Gesellschaft féieren. Dank der Impfung an ärer grosser Bedeelegung und den Effort, derfen mir eis als Mënschen no kommen. Dat brauche mir alle Gour. Mir sinn gute Wee, a sollen lo net no lossen. Leif Matbierger. Nächst Jo ginnet 60 Jor, dat mir den Nationalfeierdag den 23. Juni feieren. Mein gross Hoffnung ass déi, dat mir dann nees richtig feiere kannnen. Alle Gour ze summen. Matter Grand-Duchesse an eise Famill, wünschen ich all, trotz Covid, ein schönes Nationalfeiertag. Vive Lëtzebuerg, vive Europa!
Gracias.